Hallo Grissa, ich heizorge euch einfach nur ein paar Jelly Prints mit der Jelly Plate. Ihr wollt ein paar mehr frühlingshafte Hintergründe haben und Papiere, weil das jetzt natürlich super gut passt. Ich fange an, indem ich erst mit der einen Hälfte arbeite und die zweite Hälfte zum Abstempeln benutze, damit ich unterschiedliche Hintergründe kriege und später verwende ich auch die ganze Platte. Das ist diese Jellyplate, die ungefähr die A4 Größe hat. Farben verwende ich wieder von Amsterdam die meisten. Das sind eigentlich meine absoluten Lieblingsfarben. Und ich mag auch gern die Schminke Akademie Farben und ein paar von Liquitex sind auch dabei. Dieser Farbroller, da werde ich oft gefragt, von welcher Firma der ist, der ist von Abic. Also den kaufe ich immer bei kreativ.de. Ich mag die ganz gerne und ich finde die sind nicht so teuer. Für die Strukturen verwende ich halt wieder Stempel eben und ich möchte halt diese leere Seite rechts hernehmen, um nachher da meinen Druck zu machen und dass der dann einfach anders ausschaut, dadurch, dass ich vorher diese Stempelaufdrücke drauf gemacht habe. Ich habe dasselbe Prinzip schon beim ersten Jelly Printing Video, was ich vor einer Zeit gezeigt habe, gemacht, bloß mit zwei Platten, mit der quadratischen und mit der ganz kleinen. Ich muss im Nachhinein sagen, das Prinzip ist ja besser, weil man so immer so einen Mittelstreifen kriegt, der dann auf dem nächsten Druck mit drauf ist. Und deswegen werde ich beim nächsten Mal wahrscheinlich einfach zu dieser Platte nur eine kleine Platte legen und dann dasselbe so machen. Von der Größe her ist es die Jelly Plate, die ungefähr DIN A4 ist, also ein bisschen kleiner. Und ich verwende Papier unterschiedliche. Also ich habe 100, 220 Gramm dabei und auch 120 Gramm. Ich nehme eben gerne das 220er her, wenn ich es direkt brauche als Cardstock. Und das 120er für Collagen. Das dickere braucht man zum Beispiel auch, wenn man Die-Cuts macht und die irgendwo auf Karten aufkleben will. Und ich verwende nur Druckerpapier. Also ich kaufe mir das immer im 500er Backerl. Beim 220 Gramm, da kriegt man dann ein 250er Backerl. Weil das echt am günstigsten ist und völlig ausreichend, weil man tut ja sowieso eine Acrylfarbe drauf. Da ist die Papierqualität nicht so wichtig. Und ich finde aber, das Druckerpapier ist echt super, weil das total eine glatte Oberfläche hat und gar keine Struktur. Und damit kriegt man halt schöne glatte Prints. Und bei zum Beispiel Aquarellpapier hat man so Erhebungen drauf und ich finde, dass die Drucke da gar nicht so toll ausschauen. Ihr habt das Video wieder in Echtzeit, weil vielleicht habt ihr ja Lust und macht es einfach mit. Wenn es euch zu langsam ist, da kommen wir mit diesem kleinen Zahnradl unten in den Bildschirm, ist das einfach die Geschwindigkeit einstellen und man kann die einfach erhöhen, dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Während dem Druck habe ich die Stempel immer mit der Oberseite auf ein feuchtes Tuch hingelegt, damit die nicht eitrig gehen, weil die Farbe, wenn auf dem Stempel trocknet, ist nicht so toll. Kriegt man ganz schwer wieder runter. Aber solange die feucht bleibt und wenn ich dann fertig bin, gehe ich einfach zum Wasserhahn und wasche den Stempel ab. Manchmal reibe ich ihn bloß mit dem Babyfeuchttuch sauber. Das geht eigentlich total super. Ich habe schon mehr Jelly Printing Videos auf meinem Kanal, da könnt ihr einfach mal schauen. Ich verlinke euch am Ende die Playlist. Ich habe auch schon einige Videos, was ich mit den Jelly Prints mache. Und wenn ihr noch mehr Inspiration braucht, dann schaut auf meinen Instagram-Kanal. Da teile ich ganz oft so kurze Clips.
will man ganz schnell was damit kreiert und ich habe auch ganz viele Beispielfotos. Die Farben versuche ich halt eher eben frühlingshaft zu sein und ich mache so zwei verschiedene Arten von Hintergründen eher ein bisschen frisch und ich mache ein paar so die in dieses Vintage-Reigingen. Mache jetzt als nächstes mit bräunlichen Tönen und so einem Gelbocker. Ich finde, das passt auch total gut zu Ostern, weil es ja dann doch an Ostern noch nicht alles so grün ist. Da kann man das total schön für Osterkarten hernehmen. Das Braun, das ich jetzt gleich verwende, das ist übrigens auch von Amsterdam. Das ist das Burnt Umber und ich war so überrascht über diese Farbe, weil ich hätte mir die beinahe nicht gekauft, weil ich habe mir noch nie Braun gekauft. Da habe ich mir das Burnt Sienna gekauft und fand das so toll. Und das Burnt Umber habe ich mir gekauft, weil das auch ganz transparent ist. Und das ist so eine schöne braune Farbe. Hätte ich echt nicht gedacht. Und ich finde halt eben gerade die Braunen, die deckend sind, die sind oft so, ja. Ich kann es jetzt nicht sagen, ihr wisst schon, die schauen einfach nicht gut aus. Leider kann ich euch halt am Ende nicht die ganzen Drucke nochmal zeigen, weil das habe ich irgendwie, ich weiß nicht, warum ich das nicht aufgenommen habe, dass ich es nochmal alle durchgehe. Das habe ich irgendwie vergessen und ich habe die jetzt schon, wo ich das Video schneide, auch zum Teil schon benutzt. Und jetzt habe ich einfach nur mal ein paar rausgesucht. Von ein paar habe ich Fotos, aber leider nicht für alle.
Ihr seht, ich habe immer auf die Rückseiten von meinen Papieren auch was drauf und das ist halt das Papier, wo ich die Rolle immer sauber mache. Und das verwende ich dann auch immer zum Drucken. Also dann hat man gleichzeitig beide Seiten bedruckt oder eingefärbt, sage ich jetzt mal. Aber das ist manchmal, finde ich, ganz praktisch und man hat natürlich weniger Papier verschwendet. Und es kommt auch vor, dass diese Saubermachpapiere oft schöner ausschauen wie der Druck selber. Ich verwende jetzt die ganze Jellyplate und mache noch ein paar große Hintergründe. Weil für Karten klangen mir oft die kleinen aus, ich brauche die großen eher selten. Aber wenn man sie jetzt zum Beispiel selber Art Journal machen will, dann sind die großen Seiten wahrscheinlich praktischer. Und wenn man natürlich einen Druck hat, der einem besonders gut gefällt, dann ist ein großes Papier auch gut, weil dann hat man ein bisschen mehr davon. Bei dem finde ich zum Beispiel den Hintergrund auch total klasse.
Das ist mein letzter Druck für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid vielleicht ein bisschen inspiriert, dass ihr selber die Jellyplate rausholt und ein paar Druck gemacht. Und dann wünsche ich euch noch ein wunderschönes und sonniges Wochenende. Pfiat euch!